Nesthäkchen gibt es also so ziemlich überall auf der Welt und natürlich auch in deinem Garten. Aber warum hast du sie dann noch nie gesehen? Es liegt daran, dass sie sehr klein sind. Die meisten Bärtierchen sind zwischen 0,1 und 0,5 mm groß. Die kann man mit einer guten Lupe oder mit dem Stereomikroskop schon sehen. Aber keine Angst, du musst jetzt nicht mit einer Lupe deinen ganzen Garten absuchen. Es gibt ein paar Stellen, da fühlen sie sich besonders wohl, zum Beispiel in Moosen. Ich habe für dich in meinem Garten drei Moosproben gesammelt. Von einem Stein, aus einem Blumentopf und von meinem Schuppendach. Ich bin schon sehr gespannt, wo wir die meisten Bärtierchen finden werden. Um die Bärtierchen zu wecken und um sie aus dem Moos herauszuspülen, werden die Moosproben mal nass gemacht. Hier siehst du, wie das im Mikroskop aussieht und auch das finde ich ziemlich spannend. Damit die Bärtierchen auch ganz sicher wach sind, lass die Moosproben am besten über Nacht im Wasser liegen. Dann ein bisschen ausschütteln und die Moose inzwischen auf eine saubere Petrischale legen. In der Flüssigkeit suchen wir jetzt nach Bärtierchen im Stereomikroskop bei 30-facher Vergrößerung. Leider konnte ich in der ersten Probe kein Bärtierchen finden, die haben sich wohl zu gut versteckt. Auch in der zweiten Probe habe ich leider keine Bärtierchen finden können. Trotzdem schaut das unter dem Mikroskop sehr belebt und sehr spannend aus. Ah, aber die dritte Probe. Gleich auf den ersten Versuch. Drei Bärtierchen. Könnt ihr sie alle sehen? Jetzt wollen wir noch schauen, wie unser Bärtierchen gut gelaunt die Umgebung erkundet bei Durchlicht im biologischen Mikroskop.